Sheesh. Ey, könnt ihr mal aufhören, Benzin zu trinken hier drin, ja? Wow. Einen Müllsack fallen lassen. Sei so gut und hol ihn mir. Ich kann daran die veränderten Gene der Rex studieren. Ich werde deine Gene mit eigener Faust verändern, Hammerflop. Die Rex saufen Benzin, auch bekannt als Pandoras einzige gottverdammte Energiequelle. Wir müssen sie killen, nicht studieren. Yo! Nice, Hammerlock darf die studieren. Aber ja, was guter. Er hat mich Fuzzi genannt, das ist so overfucken. Aber ich weiß, was mir Angst macht. Erstens Rex. Zweitens Genforschung. Drittens genetisch aufgepimpte Rex. Liefer mir diese Ölsäcke, sodass Hammerflop keine mörderischen Super-Rex züchten kann, Mann. Der überenthusiastische Mechaniker macht viel Lärm um nichts, mein lieber Freund. Ich werde mitnichten irgendwelche frankensteinartigen Experimente vornehmen, die du in die Säcke bringst. Derlei Hobby. Touché. Okay. Okay. Ihr bringt das an Sir Hammerlock, Mann. Sir Hammerlock? Ja, aber das ist eh wieder in der anderen bei der Crater, also. Ja, ja, dann. Dann, wir bringen es zu Sir Hammerlock. Jetzt gehen wir die Motormama besuchen. Oh! Weißt, hast du eine Ahnung, wie sie funktioniert? Ist es schon soweit? Dürfen wir schon zur Motormama? Also, obwohl wir nicht wissen, wie sie funktioniert. Wir werden einfach erfinderisch und dann finden wir raus, wie sie funktioniert. Boah, shit, Mann, das ist eine richtig gute Idee. Sei vorsichtig, Motormama liebt Fahrzeuge. Das hat sie überhaupt erst auf mich gebracht. Oh, habe ich erwähnt, dass wir eine Weile zusammen waren? Musste aber Schluss machen, als sie einer anderen Freundin von mir das Gehirn ausgeleckt hat. Niemand leckt meine Freundinnen außer mir. Oh Gott, oh, das ging zu weit. Das war daneben. Ist mir direkt sauer aufgestoßen. Sorry, diese sexuellen Anspielungen sind ein Abwehrmechanismus. Ich verstehe. Ja. Daddy-Fetisch. Also wäre jetzt Grievous hier... Nee, ich bin froh, dass er nicht hier ist. Also, ich bin aber hier. Oh, wir können so da rein? Okay. Nee, doch ja. Nicht. Nee, wir müssen so rein. Ach, glaubst du wirklich? Zum Klon würde er jetzt hier durchkommen. Was sag ich dir? Ich bin aber ja, hier. Ja, und weißt du, was ich die ganze Zeit probiere, während ich laufe, zu schleifen? Und ich habe jetzt zu viel Destiny gespielt und werfe immer nicht mehr. Ich will die ganze Zeit mit dem Jetpack fliegen. Ich mache immer die Nahkämpfe mit Granaten. Ah. Und ich vermisse Claudio. Ja, ich weiß ja auch nicht, wo er ist. Ja. Der coole Claudio. Ja, nicht du! Der coole Claudio. Der nützliche Claudio. Der wäre. Mein Haustier Claudio. Ah! Oh nein, Troll vor. Claudio belebt mich wieder! Ja. Alle muss. Ich vergaß, Claudio ist nicht mehr hier. Ach Gott. Es ist jetzt alles vollkommen verwirrend. Oh mein Gott, Videospiele wie Borderlands 2 sind so primitiv und langweilig. Und die Story erst. Spielt doch mal lieber Borderlands 3, das ist viel mehr up to date. Ja, Mann, da habt ihr die beste Story überhaupt. Das benutzt die Unreal Engine und man kriegt einen Skin für Fortnite. Und es hat so eine gute Story. Hey, ihr wisst gar nicht, ob ihr mitgemacht habt. Claudio hat mitgemacht, da ran immer durch die Cutscenes. Ja, aber das war der einzige. Deswegen ist die Story von Destiny besser, weil da werden wir wenigstens Helden angeschaut und nicht so, hey, habt das Monster besiegt und die Welt gerettet. Gut gemacht, Lilith. So Lilith Runde, hat uns alle gerettet, ohne sie hätten wir keine Chance gehabt. Ja, Mann. Hey, Claudio, ja, zum Glück hat Lilith Tyrion getötet, weil ich. Du hast es ja nicht gemacht, oder? Juicy Flecke. Hier gibt's schöne Waffen an den Talkautomaten. Gibt's auch Skins? Nee. Ah, oh, fuck it. Das ist genau die richtige Stelle. Ja, kann es wieder losgehen? Ja. Gut, are you ready? Claudio ist noch am Shoppen. Okay, wir sind ready. Nein, Claudio ist noch am Shoppen. Wir machen das auch ohne dich, das ist kein Problem. Ich hab ne Autogun. Okay, jetzt bin ich hier. Ich hab Patze. Oh. Ich hab mein Sniper-Gewehr. Ah, lasse dich. Verdammt. Oh, Bein
Beinahe hätte ich's vergessen. Falls du möchtest, dass ich dich nach deinem Tod nicht auffresse, ich verstehe und respektiere deinen Wunsch und werde ihn komplett ignorieren. Danke! Wieso hat Moxie dieses dicke Ding? Ach, egal. Pandora. Ich bin so froh, dass du's geschafft hast. Ich werde dich killen und Sandwiches aus deiner Leiche machen. Es ist wieder soweit! Motor Mama gegen den Kammerjäger! Nee, das merkt man fast nicht. Das ist einfach Texturen wiederverwendet haben. Also ein Modell wiederverwendet haben und ein bisschen anders angemalt haben. Sie sitzt in einem Motorrad. Oh Gott, wie das aussieht! Sie ist jetzt nicht gerade. Hallo Gans! Hey, mein Auto, Gans, du blöde Bitch! Ich fäll dir ein! Alter, wir rapen die hier gerade. Ich fäll dir ein! Wer haben sie geraped? Nö, ich hab sie so verprügelt. Was ist das hier? Aber ich danke für diese freundlichen Worte. Hat sich schon angepasst? Nee, ja, hat noch ein bisschen dick. Doch. Doch. Nummer 4 steht jetzt aber nur noch tot. Okay. Aber bei der 5 steht immer noch Pyropeat, verstehe ich nicht. Der ist nicht tot. Nee. Nee, nicht den hier. Oh Gott, ich stehe hier drin. Das eine ist da drüben. Kommt man hier hoch oder müssen wir jetzt echt noch? Du musst doch den Weg rausgehen, rundherum. Oder? Müssen wir jetzt echt den Weg, den wir gekommen sind, wieder zurückgehen? Anscheinend. Das ist, Oh. Kisten. Nee, doch, müssen wir. Toll. Ich stehe auf fette Bräute. Das ist doch so schön, Claudio. Nein. Das ist doch gar nicht Claudio. Was bist du, Daniel? Nein, das war Grievous. Ah, Pascal, verstehe. Immer diese Deutschen. Oh. Scheiß ich AG! Oh, scheiß ich AG. Ja. Vergleichen. Hey, wer will dann Gon Circus Skin? Da liegt einer. Tja, jetzt hast du ihn, den dritten Platz. Aber weißt du, was du nicht hast? Einen Körperfettanteil von unter 1%. Wie viele Brustmuckis hast du? 2? Ich habe 13. Verglichen mit mir bist du ein Nichts. Ich hab Titten. Wenn das nicht auch in irgendeiner Art und Form ein Brustmuckis? Nein, das ist fett. Du bist Brustfett! Oh. Brustfett. Aber ich meine, er sagt das jetzt so, aber der Typ hat ist irgendwie halb Maschine. Maschine, also. Er hat einfach. Es sind keine Muskeln, es sind Metallplatten, die er sich da einoperieren hat lassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Steroide. Was? Was? Der ist nicht mal sauber! Nein! Jetzt muss ich jetzt mit Daniel fahren! Nein! Nein! Hi. Nein! Na, Patze. Nein! Nein! Das ist immer so, wenn man... Ach ja. Verdammt, Kleine. Du bist arschgeil. Danke. Okay. Na, sie meint eh nur Pascal, also von daher. Ich kann sie verstehen. Ich glaube, sie spricht uns einfach alle mit Kleine an. Ja, das ist Tina. Sie darf das. Ja, aber okay. Sie ist erst 13! Ja, das ist Pandora. Okay, das ist Pandora. Die Kinder werden hier schnell verrückt. Und erwachsen. Außer Eva, aber die ist auch nicht von Pandora. Richtig. Sie lebt jetzt auf Pandora, ist also. Im Kloster aufgewachsen. Nee, nicht mal. Sie aufgewachsen schon, oder? Nee. Ihre Eltern wurden ja getötet irgendwie und deswegen ist sie nicht. Ja, aber sie ist ja aufgewachsen im Dann hat sie Maya geklaut und Maya hat sie mitgenommen. Das ist der größte Fehler. Ah, ich will. Die Massen lieben geheimnisvolle Männer. Ich übrigens auch.
Das war Daniels Ehre, du kleines Gör. Eben, Claudio kann sich nicht zurückhalten. Halt dich zurück, Bruder. Bin nicht dein Bruder. Er denkt genauso weit wie sein Penis und wie seine Ex ihm ja ein Dickpic, die jetzt gekriegt hat vorhin. Zeigt ich steck fest, Hilfe! Hast du verdient! So, was heißt da Dickpics? Hab ich gar nicht bekommen. Ja, oh, das hab ich gar nicht bekommen. Oh, da, das ist doch. Ich hoffe auch, dass du keine bekommen hast. Oh, doch, er hat so viele Dickpics. Ich hab keine Dickpics von meiner Freundin bekommen. Hat sie das, schickst du ihm wieder? Dickpics? Ex-Freundin, Mann. Ah. Nee, fahr weg! Fahr weg! Nein! Nein! Leben ist geil! Wieso leben? Oder hängt das Meier-Poster auf? Pascal! Nein, ich will auch! Ich kann immer kicken, das ist nicht die Gefahr. Das wäre doch nicht nett. Ich bin nicht nett. Das stimmt, außer zu mir. Natürlich. Okay. Benutze den Bolzen nicht nett. Na, darf man auch nicht. Wir haben das auch nicht verdient. Mhm. So, was haben wir jetzt hier? Eine Reihe hier vor auf. Wo ist es denn? Ah, irgendwo da oben. Ah. Es existiert dieses Gebiet hier nur für das eine Poster? Nee, ist da bestimmt noch eine Quest. Bis jetzt haben wir noch keine. Ah. Wo kommt man da hoch? Ich dachte, ach, da. Da, ja, du musst das mit angucken, komm hier hoch. Ja. Schwing deinen fetten Arsch hier hoch. Oh, wir müssen einen Stock mit runter, okay, warte. Da bin ich! Kommt hier runter! Ich sterbe gleich. Nein! Du wirst niemals sterben! Kennst du den Ausdruck Lady Stände? Nee. Nee, noch nie gehört. Nee. Lady Bruder! Wofür steht der denn? Du bist fertig, Sweetheart. Jetzt dürften die Gladiatoren in der Arena wissen, mit wem sie es zu tun haben. Komm wieder her. Lady, ist eine Erwart verloren. Weißt du, verstehst du, wofür das steht? Das soll ich die Reise gut schon antreten? Ich kann sie auf jeden Fall. Hä, du bist da hinten? Ja. Ja, kannst du eigentlich. Okay. Ah. Nee, jetzt doch nicht. Aber jetzt schon. Patz ist gestorben. Genau. Bringe Leute um. Ich hab Skin freigeschaltet. Einfach. Das war ja praktisch. Wie bist du denn da hingegangen? Ich nehme alles. Nach Hause. Ein Juckreiz an der Stelle, wo ich mich nicht kratzen kann. Ein Stück Brokkoli zwischen meinen Zähnen. Aber bald schon bin ich dich für immer los. Du bist kein Brokkoli. Brokkoli schmeckt scheiße. Das stimmt nicht. Kleine Hure. Hör auf, Tier, zu gesagt. Das ist so die einzige Art, weißt du, wie Claudia weiß, wie man mit Mädchen redet. Ja, deswegen hat er auch schon so viele Freunde. Die Videos hier sind für Minderjährige gedacht. Ach so. Mann, ey. Zion, für Kinder. Für kleine Buben wie dich. Das Spiel ist aber 18, nein. Nee, aber es ist ja alles... Es hat flashige Farben. Ja, genau. Deswegen ist es für Kinder. Deswegen stelle ich da immer diese Funktion ein. Also es geht schon... Ja, aber wir müssen eigentlich müssen alle Let's Plays, damit sie nicht für Kinder als Videos eingestuft werden, in Grau aufgenommen werden. In Schwarz-Weiß das Ganze. Das hier ist jetzt offiziell für Kinder, habe ich extra eingestellt. Mhm. Deswegen sind auch die Kommentare deaktiviert. Weil sonst würde unsere ganze Community... Wisst ihr, was voll schlimm ist? Das war gut, ja. YouTube hat vor kurzem auf dem Smartphone dieses Update
eingespielt, ich glaube vor einem Monat oder so. Und wirkliche Inhalte, die für Kinder sind, wenn du die minimierst, hört YouTube automatisch auf, das Video abzuspielen. Aber nur bei Videos, die für Kinder eingestuft wurden. Normale Standard-Videos laufen dann weiter. Ja, aber also was meinst du mit minimieren, wenn du die, wenn du quasi. Ja, quasi, wenn du die quasi anguckst auf dem Smartphone. Und dann willst du ein neues Video suchen. Und du wischst das Bild runter in diese Mini-Ansicht. Ah, okay, ja gut, dann läuft's ja noch. Aber man kann ja die App nicht beenden, ohne dass das Video abbricht. Bei normalen Videos läuft's ja noch, wenn du so runter wischst. Aber bei Kindervideos hört die Wiedergabe einfach auf, die pausiert. Zuerst mal Hammerlock, das Ding geben. Achso, die Wissenschaft schreitet voran. Okay. Eine weise Entscheidung, Kammerjäger. Ja! Von mir aus. Aber wenn der Himmel erst schwarz ist vor hyperintelligenten Killerflattermännern, dann denk dran, dass du es mit einem gehalten hast, der redet, als hätte er ein Wörterbuch gefrühstückt. Du meinst ein Intellektueller? Kennst doch Scooter. So jemand wie Claudio. Ne? Claudio hat doch kein Wörterbuch gefuttert. Nein. Ich möchte nur erwähnen, die Elaboration meines Sprachduktus. Bin interessiert in Firestone, Alter, Ober! Wie Patze einfach drüber labert. Die Nummer 2 unter den Kämpfern gefunden. Er heißt Flyboy. Begib dich in die Forge und erledige ihn. Sheesh! Mit einem solchen Namen hat er es auch verdient. Dann wollen wir mal. Okay. Nein! Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Oder in unserem Fall, das Wort Kill 1000 Mal wiederholt. Yo. Was hat Moxie denn Sugar, da noch? Ich habe ein paar Promo-Interviews gegeben, um dich hochzureden vor deinem großen Kampf mit Pisten. Aber anscheinend sind sie verschwunden. Geh und such sie, ja? Norway, wer hat wohl diese Interviews geschrieben? Oh Gott. Oh, warte. Nichts mit dem Job, den ich dir gegeben habe. Ich bin. Oh Gott, ich bin in hier drin. Keine Konkurrenz im Äther. Das ist der Kammerjäger, der mich gerettet hat. Was? Seit wann habe ich dich gerettet? Weiß ich davon was? Ich hab Angst. Ach warte, die haben wir glaube ich wirklich gerettet irgendwo, ne? Ach, was weiß ich denn? Keine Ahnung. Habe ich schon wieder vergessen. Wahrscheinlich irgendeine Nebenmission. Ich meine, es kann sogar sein. Wer weiß, oder sie sehen einfach gleich aus. Welche eine Modell haben. Mhm. Begibt, um gegen Flyboy zu kämpfen. Nichts kann unseren Kammerjäger aufhalten. Absolut nichts. Tür versperrt. Plötzliche Wendung. Die Tür ist versperrt? Na toll. Wahrscheinlich hat die Talk Security die Schlüssel. Geh zur Arena und klau sie aus der Security Box. Yep. Oh, wir dürfen wieder in die Arena rein. Toll. Ich muss eine Mission. Moment. Eine Mission abgeben. Nein. Okay. Gehen wir zuerst zum schwarzen Brett vor die Arena. Das zeigen wir ab. Ja, Mann. Whee! Belohnungen dafür, dass wir Spielerkritiker getötet haben. Das war vielleicht nicht die beste. Das stecken wir fest. Nein, ich hab geparkt und ich finde, das habe ich. Was recht. Passiert hier? Was zum Teufel? Ihr habt was gerade Dinge getan. Nein, ich wollte das Auto drehen. Okay. Ah ja, das war eine schwarze Brettmission. Stimmt. Gut gemacht, Matthäuing! Okay. Gut, dann. Ja, catch you right. Die Arena rein, hm? Arena, die ist hier direkt im Nier. Ich sehe gerade ums Eck davor. Und was mit den Interviews? Können wir müssen wahrscheinlich eh nachher noch hier rum. Ja, wir müssen dann aus der Arena wieder raus und dann in das neue Gebiet rein. Okay. Ach komm schon, ernsthaft. Nein! Läuft mir nie hinterher, das ist immer eine schlechte Idee. Ja, ich hab's gemerkt. Oh, Bilderchen! Was schießt du uns da an? Du Talkbiker! Ich bring die ganze Talkfirma um, wenn ich muss! Wieso willst du denn die Talk-Firma umbringen? Dann bringst du ja quasi auch. Der geht mir auf den Nerven, der blöde Biker und arbeitet aber für Talk. Aber wenn du die ganze Talk-Firma umbringst, bringst du auch quasi Mr. Talk um. Dann bin ich um in Mr. Kork!
Mr. Gork. Okay, alles klar. Ich verstehe das. Eigentlich müsste Mr. Talk kann er austreten aus der Firma.